Just Cause 1, Folge 30. Willkommen zurück. Ja, 30 Folgen sind es schon, meine Freunde. Das ist jede Menge. Ein kleines Jubiläum. Aber ich finde es auch ziemlich cool. Ich hoffe auch, es werden noch mindestens 30 weitere Folgen. Warum das so lange dauert, habe ich ja in der letzten Folge erklärt. Also wenn es euch interessiert, einfach mal die letzte Folge anschauen. Ja, und in Selbiger haben wir ja diese Villa befreit. Und da sagte ich ja schon gegen Ende, dass ich dann, ja, wenn es denn fertig ist, zum Speicherpunkt mich schleppen werde. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Also das war quasi beendet und ich bin zum Speicherpunkt, weil ich wollte das jetzt nicht auch noch zeigen, weil in der Folge ging es schon genug ums Abspeichern. Gut, ich habe die Chance genutzt, um ein bisschen zu quatschen. Aber das wollte ich dann, wie gesagt, nicht auch noch zeigen. Das ist ja da links unten, das Gelbe, da wo der Pfeil quasi hin zeigt. Und jetzt bin ich halt gerade am Überlegen. Also sollen wir jetzt da wieder hingehen und questen? Da ist ja auch der Heli. Oder gehen wir nach rechts oben zu diesem La Perdida, diese Stadt, die wir in der vorletzten Folge befreit haben. Mich reizt irgendwie beides. Jetzt weiß ich es nicht so richtig. Obwohl ich sagen muss, die Gelben, die hat man jetzt nicht so oft. Da ist die Chance relativ groß, dass wir was bekommen, was wir nicht kennen. Deswegen würde ich sagen, versuchen wir mal das. Ja, ist, glaube ich, eine gute Idee. Schauen wir mal, dass wir ein bisschen Munition mitnehmen. Ich glaube aber nicht, dass er für die Panzerfaust irgendwie Moon oder sowas hat. Eigentlich schade, weil ich fand die ziemlich cool. Weiß auch nicht so recht, wo man die herkriegen soll. Ich hätte auch gerne mal wieder ein bisschen C4 oder sowas. Aber vor allen Dingen, habe ich noch diesen Granatwerfer oder habe ich ein richtiges Gewehr? Nee, ist ein Gewehr, oder? Ja, ist ein Gewehr. Okay, ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Weil das brauche ich ja dann schon. Ich höre die ganze Zeit einen Heli, das ist furchtbar. Teilweise glaube ich aber auch, es ist so eine Art Soundglitch, weil der ist überhaupt nicht in der Nähe. Also manchmal ist es komisch. Das Bike hier bietet sich an. Da fahren wir jetzt mal hin, wie gesagt, zu den Gelben. Sollte ich heute übrigens ein bisschen anders klingen wie sonst, kann ja sein. Ich habe leider eine leichte Grippe. Ich fühle mich auch überhaupt nicht wohl. Es geht mir nicht wirklich gut. Aber ich wollte einfach deswegen jetzt nicht das Video oder die Videos diese Woche ausfallen lassen. Dafür ist es mir zu wichtig und dafür seid ihr mir zu wichtig. Aber seid halt ein bisschen nachsichtig mit mir, wenn es vielleicht ein bisschen, ja, sich komisch anhört oder ich ein bisschen erschöpft wirke. Es ist halt wieder mal Willulelu mit vollem Körpereinsatz, wie ihr es gewohnt seid. Ich glaube, ich kürze jetzt mal nicht ab, ich nehme jetzt mal den richtigen Weg. Das gehört ja irgendwo auch dazu. Das Fahren gehört auch einfach dazu, ich weiß nicht. Also wenn einer dann irgendwie, was weiß ich, bei GTA dann sagt, ich mag das Fahren nicht. Hoppala. Okay, dass ich den wegramme, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, jetzt fliege ich. Nee, ich wollte sagen, wenn der dann sagt, ja, ich mag das Fahren nicht. Ja, dann muss das ganz lassen, weil GTA ist einfach ein Driver. Und Just Cause eben auch. Das ist eigentlich die Hälfte des Spiels. Das gehört einfach dazu. Da gibt es ein paar so Spiele. Mafia ist auch so ein schönes Beispiel. Ist auch ein cooles Spiel. Habe ich allerdings nur den ersten Teil gespielt. Da hat mir das Setting auch einfach gefallen. Das war so in den 50ern oder 60ern oder sowas. War richtig geil. Das Ende war irgendwie überraschend, aber das spoilere ich jetzt einfach mal nicht. Aber wenn ihr das noch nicht gespielt habt, ist auf jeden Fall spielenswert, auch wenn es schon älter ist. Jetzt fahren wir mal diesen kleinen Feldweg in, deswegen habe ich gerade so komisch gebremst. Stop! Und da bin ich mal gespannt, was die Gelben für mich haben. Ich habe mich gefragt, ist es so, dass man wirklich für die Grünen und für die Gelben quasi sich entscheiden muss, ein bisschen wie bei Gothic? Oder ist das halb-halb? Weil nicht, dass ich dann für die Grünen irgendwas erobere und dann wieder für die Gelben und dann wieder für die Grünen, wieder für die Gelben. Also dass es hin und her geht, weil so werde ich ja nie fertig. Oder ist es wirklich so, man kann halt befreien dort und halt nur für die Grünen und nur für die Gelben? Oder ich bin mir da gar nicht sicher. Nicht, dass ich es die ganze Zeit hin und her schwappen lasse, ohne es zu merken und irgendwie nie fertig werde. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass dem so ist. Ich denke, man kann schon das oder das nur für die Gelben und das oder das nur für die Grünen. Ich hoffe es zumindest jetzt einfach mal. Es wird schon dunkel. Bin ich aber auch gleich da. Ganz schön was los auf den Straßen. Und sieht auch geil aus, oder? Dieses Motel-Zeichen, das habe ich mir erstmal gar nicht gesehen. Gefällt mir. Gefällt mir gut. So. Jetzt sind wir dann auch da. Da ist eine Schranke, wollte ich sagen. Okay, dann eben nicht. Ja, genau, fahr ihm doch hinein. Okay, jetzt streiten sie sich jetzt, oder? Zuerst fährt er die Schranke platt und... Arschloch. Oh mein Gott. Ja, Auffahrunfall. Ich bin Zeuge, aber naja, egal. So, jetzt sind wir da. Ja, spring doch spektakulär ab, auch wenn es sich nicht lohnt. Jetzt gucken wir halt mal, was wir für uns haben.
die Jungs hier. Ja. Schauen wir mal. Hallo. Sie müssten etwas abliefern und dafür etwas entgegennehmen. Klingt geheimnisvoll, ne? Ich habe Ihnen die Details geschickt. Überlegen Sie sich's. Okay. Finden Sie den korrupten Polizisten? Das klingt zwar wie was man schon haben, aber ich glaube trotzdem, dass das was Neues ist. Einer unserer Offiziere war schlampig und hat Beweise zurückgelassen. In der Nähe einiger Leichen wurde eine Pistole mit Fingerabdrücken gefunden. Nee, das können wir noch nicht. Wir haben einen Hombre eingeschleust, der uns helfen kann. Natürlich macht er das nicht umsonst. Geben Sie ihm diesen Beutel und nehmen Sie die Pistole mit. Okay, wir müssen also Beweismittel verschwinden lassen. So verstehe ich das jetzt. Jetzt weiß ich nicht, ist das weit weg oder ist schon ein Stück, oder? Sollen wir den Heli nehmen? Das wäre doch eigentlich witzig. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Ganz frech. Hier ist schon wieder Schießerei. Okay. Schauen wir mal. Sind sie alle am Flitzen? Ja, nehmen wir den Heli. Heli, Heli, Heli. Aber wie kann ich das noch? Aber Heli fällt mir irgendwie leichter in dem Game als irgendwie Flugzeug. Weil der halt eine Art Schwebeflug hat. Das ist dann einfach ein bisschen einfacher. Ich muss ja eigentlich nur eine Übergabe machen im Prinzip, oder? Da werde ich mit dem Heli wahrscheinlich auch mal in die Nähe gehen. Dann kann ich nämlich gleich wieder abhauen. Das ist ja dieses La Perdi da. Ist auch eine schöne Einstellung. Also ein bisschen kurz anhalten. Sieht cool aus irgendwie. Ja, das haben wir ja befreit beim letzten Mal. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Ich habe irgendwo gelesen, es wäre eine Militärbasis. Aber es sieht für mich aus wie eine große Stadt. Ich weiß halt nicht, ob es eine Hauptstadt ist. Ich glaube es jetzt nicht unbedingt, aber auf der anderen Seite, naja. Jetzt werden wir mal ein bisschen landen gehen, würde ich sagen. Ist das da mitten am Haus oder sieht das nur so aus? Oder ist da eine Gasse? Ich glaube, die Gasse ist auf der anderen Seite. Ich würde ja am liebsten da irgendwo in Anführungsstrichen parken. Aber ich weiß halt nicht, ob ich das mitten auf der Straße machen sollte, weil nicht, dass mir einer reinfährt. Und ich habe auch ein bisschen Angst, mit den Rotoren jetzt am Haus hängen zu bleiben. Nicht, dass wieder Peng macht. Also da gibt es wieder was zu lachen. Das muss nett sein. Jetzt versuche ich mal. Okay, es geht. Naja, vielleicht ein bisschen. Ich glaube, die Rotoren machen nichts. Also solange man nicht mehr im Hintern hängen bleibt. Okay, ich glaube, das war ganz gut. Ist, glaube ich, auch ganz nice geparkt. Das wäre doch mal was fürs echte Leben. Einfach so mit dem Heli kurz rumziehen. Achso, hier müsste ich hüpfen, ne? Also kriege ich wieder Fallschaden oder was? Ach egal, es wird doch nicht so viel sein, ne? Tauschen Sie den Beutel gegen die Pistole. Hoffentlich gibt es jetzt hier keine Schießerei. Obwohl, hier hat es eine Leiter, dann kann ich wieder zum Helikopter gehen. Hallo. Gib mir die Pistole. So, jetzt habe ich natürlich Stress, das war klar. Jetzt nehme ich mal die Leiter. Und dann nehme ich den Heli. Ich glaube, damit bin ich am schnellsten. Ich glaube, kein Fehler. Stressmusik. Doing. Also viel Stress habe ich aber gerade nicht irgendwie. Naja, mir soll es recht sein. Ich gehe nie wieder ins Gefängnis. Nicht? Zumindest nicht für eine Woche. Okay. Was möchte ich sehen, wie ihr mir jetzt folgt? Wieso raucht denn der? Oder sind es die Abgase? Doch gar nichts gemacht, dass der jetzt kaputt sein könnte. Ja, aber das hat doch schon mal ganz gut geklappt, würde ich sagen. Können wir gleich noch eine machen. Die können wir dann auch hier machen, wir sind ja dann in der Nähe. Obwohl wir im Heli ja ziemlich mobil sind, da können wir ja echt überall hin. Was ist das hier eigentlich? Gehört das noch dazu? Stehen bleiben! Sofort! Da hat es noch andere Helis, das ist natürlich nicht so gesund. Wir müssen auch nicht hierher, ich dachte wir müssen hierher, wir müssen noch ein bisschen weiter. Da bin ich echt froh, dass ich einen Heli habe, dass ich nicht warten soll. Das ist auch kein Militärhubschrauber, den ich da habe. Das ist mehr so ein Nachrichtenhubschrauber oder so. So wirkt das ein bisschen. Das könnte man sagen. Ah, das habe ich mir gedacht, dass du jetzt anfängst zu ballern. Im Zweifelsfall kann ich zwar abspringen, aber das muss jetzt nicht sein, weil ich brauche das Ding ja wieder mal abzuhauen. Also, ich werde wieder nach Hause kommen irgendwann. Lass mich in Ruhe. Nein! Haben sie mein Heli zerstört. Wie komme ich jetzt wieder weg? Ja, ich kann auf jeden Fall die Quest abgeben. Lass mich da jetzt auch nicht aufhalten. Ich mache das jetzt, weil dann sind die Sterne eigentlich weg. Mission gemeistert. Tada! Schön. Was ist denn da das nächste? Hey Mann,
Brauchen Sie Arbeit? Keine Befreiung. Das war zwar so nicht geplant, habe ich aber, wie ihr wisst, kennt ihr ja von mir, durchaus Bock drauf. Außerdem kann ich hier, glaube ich, auch munitionieren. Ah, du kommst damit ein. Psst. Hombre! Naja, ist so gut. Oh Gott, nein! So, jetzt aber. Yay, das bringt Spaß. Das bringt Freude. Arschlöcher! Was ist denn das Schwarze eigentlich? Na egal. Ave Maria Purissima! Pinches Federales! Ja, Befreiung ist immer gut. Das bringt einen halt auch einfach Heilige weiter. Heilige Mutter Gottes! Das gelbe Zeug einsammeln, das sind so Granaten und so, das mag ich. Und wenn ich gerade den da oben flattern sehe, ist zwar ein bisschen weit weg, aber wenn er stillhält. Töte die Schweine! Stirb! So, soviel zum Thema Helikopter. Jetzt hau halt ab da. Sollte nicht so sehr fixiert sein auf den Heli, ich muss schon ein bisschen auf die anderen auch achten. Was geht's denn nicht? Sterbt mal endlich. Heute ganz schön was aus, vor allem habe ich das Gefühl. Meine. Ach Gott, das habe ich auch noch. Das habe ich tatsächlich geschafft, dieses. Jetzt gehe ich mal kurz ein bisschen zurück. Das habe ich tatsächlich geschafft, dieses komische Grappler als Waffe einsetzen zu wollen. Wo sind eigentlich meine Compadres irgendwie? Also viele sind es ja nicht gerade, habe ich das Gefühl. Eine Welt für ein Medipack. Da liegt gleich noch eins, das wollen wir uns. Genau. Ja, alles ummähen hier. Und dann müssen wir diese Blockade wieder mal machen. Die Blockade. Was ist das denn für ein Autokorso? Oh Gott, nein! Wäre doch cool gewesen, wenn es richtig hochgegangen wäre. Hat mir jetzt gefallen. Ach, die Blockade ist noch gar nicht durch. Okay, dann machen wir die jetzt halt kaputt, würde ich sagen. Ey, wo kommt denn das die ganze Zeit her? So. Flüchtet wird nicht. Töten Sie den Handlanger aus. Ja, aber schnell diesmal. Wo ist der überhaupt, der Handlanger? Ich kürze, glaube ich, mal ab hier oder so. Weil meine, obwohl, ich würde sagen, meine Gesundheit ist nicht so gut, aber es geht noch. Ach, da ist eine Blockade. Da reden schon vom Handlanger, aber da ist immer noch eine Blockade. Ja, was denn, Lu? Ich muss auch von anhalten, oder? Wir brauchen Unterstützung! Ey, Wahnsinn, oder? Ich hab keinen Bock zu verrecken. Jetzt hau halt ab, wieso eigentlich die ganze Zeit auf mich? Also es wird nicht leichter, das Spiel, ganz sicher nicht. Also, Alto! Sofort stehen bleiben! Manos arriba! Lieber mal gucken, ob ich hier irgendwo. Nicht, dass ich überfahren werde wieder. Medipack bitte, Spiel. Ja, wann muss ich mal weiterkommen? Ich glaube, die spawnen auch immer wieder. Ja, wirf eine Granate mir in den Latz, passt schon. Mal ein bisschen weiter jetzt. In der Hoffnung, dass da was kommt. Wo sind denn die ganzen Mitstreiter? Es ist aber auch nicht normal, dass ich hier alles alleine machen muss, oder? Ich meine, what the fuck? Ja, genau. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Ja, da dumm gelaufen irgendwie, also. Keine Ahnung, ob das jetzt die, ob die Mission jetzt zählt, die wir gemacht haben. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Aber wo spawn ich denn jetzt, also? Hoppla. Das war's nicht, was ich wollte. Ja, schade eigentlich. Ich meine, wir können da wieder hingehen an diesen Punkt. Und nochmal mit dem Heli dann quasi zu dieser Befreiung hinfliegen. Das sollte kein Problem sein. Aber das hat mich jetzt gerade. Also das war jetzt aber auch. Ich sag ja, die ganzen Befreiungen sind teilweise nicht ohne, also ganz ehrlich. Die sind teilweise nicht ohne. Ich hoffe halt mal, diese erledigte. Quest zählt jetzt trotzdem, wenn nicht, gut, im Endeffekt ist es dann auch egal.
Wir können jetzt auch einfach noch eine Quest machen oder sowas. Spielt dann auch nicht mehr wirklich eine Rolle. Aber, ja, naja. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich nicht doch vielleicht mal ein bisschen, um es jetzt hier nicht in die Länge zu ziehen, unendlich, doch mal vielleicht ein bisschen abkürzen könnte oder so. Schade eigentlich. Ich meine, wir können uns nochmal eine Heli grabben, das dürfte kein Problem sein. Aber schade, aber das war auch echt nicht einfach. Also ich habe die ganze Zeit von allen möglichen Seiten bekommen und keine Mitstreiter gehabt. Alto! Und war irgendwie komisch. Also eigentlich schade. Kann man sagen. Ja, aber wir können auch mal hier jetzt nochmal hingehen. Ich weiß bloß nicht mehr so genau, muss ich gestehen, wo das gewesen... Ah ja, genau, natürlich wieder spektakulär. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war, ehrlich gesagt, diese Befreiung. Also das ist... Boah, weiß ich gar nicht mehr, also... War es da über den Fluss? Ich meine, wir waren in der Stadt, das weiß ich. Ich glaube, da drüben über den Fluss rüber war das, also quasi rechts oben von der Stadt. Wir waren ja in der Stadt und haben das erledigt und dann rechts rüber über den Fluss. Also wenn ich mich nicht total irre irgendwie. Weil irgendwie habe ich Bock, das nochmal zu versuchen, hätte ich jetzt gesagt. Also. Tourist, was? Natürlich. Quatsch mich nicht voll, du Feger. So als zweiten Schwein. Und mit dem Heli ist das jetzt nicht so eine große Sache. Machbar. Jetzt fliege ich mal genauso, wie ich vorhin geflogen bin. Fällt gerade nur ein, ich weiß gar nicht, ob ich, das mache ich ja oft das Problem, oder ich habe ja oft das Problem, ob ich genug Gesundheit habe, also, ich weiß es gar nicht. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Weil wenn man stirbt und dann halt spawnt, hat man glaube ich nur halbes Leben. Also vorhin waren wir hier bei der Stadt, das weiß ich ja noch. Und dann mussten wir es, die Frage ist wo abgeben? Ich glaube, dann sind wir darüber geflogen irgendwie, so in der Art. Glaube ich jedenfalls. Wenn ich mich nicht irre. Dann war hier diese zweite Stadt, wie man so will. Wo ich noch, oder halt dieses Mini-Dings hier. Wo ich dachte, ah, okay, da muss man es abgeben. Musste man aber gar nicht. Ich glaube, auch das ist die Radiostation. Und dann kam vorne das Gelbe. Ich glaube, so in der Richtung war es. Und das wäre dann das zum Befreien. Also ich denke, das ist dann so. Weil das möchte ich eigentlich nochmal ganz gerne versuchen. Boah. Vielleicht schaffen wir es diesmal auch, den Heli nicht zu verlieren. Weil dann können wir danach ja uns wieder verpieseln. Genau. Ja, vielleicht noch ein bisschen weiter an links. Ist halt auch immer einfacher, wenn man dann abspeichern will, dann kann man das mit dem Heli ganz gut machen. Genau. So in der Art. Dann probieren wir das nochmal. Ich weiß halt nur nicht, ob ich genug Ding habe, Lebensenergie, da habe ich jetzt irgendwie ein bisschen gepennt. Ich werde diesmal einfach versuchen, es ein bisschen schneller zu machen, weil die spawnen und spawnen und spawnen. Aber jetzt probieren wir es nochmal auf jeden Fall. Das nehmen wir jetzt in der Folge noch mit. Hombre! Jupp, das nehmen wir mal noch mit. Aber jetzt schaut meine Gesundheit, da habe ich natürlich wieder geschlafen. Ich glaube, das geht auch schief. Aber dann war es halt so. Ich habe jetzt irgendwie nicht dran gedacht, muss ich gestehen. Aber zumindest den da kann ich mal vom Himmel holen, das könnte dann schon mal helfen. Ach, ich habe auch keine Panzerfaust mehr. Ach so. Da kann ich lange aufmunitionieren. Ah, da hat es Medipacks, 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 Medipacks. Jetzt habe ich keine Panzerfaust mehr. Da ist noch ein Medipack. Weil die konnte man, ich glaube, ich weiß, welches Lager das war, wo man das holen konnte. Aber die habe ich natürlich jetzt nicht. Also das hilft natürlich auch nicht gerade. Weil der Heli, jetzt wisst ihr ja, ist einfach ein kleines, mieses... Naja, ich sag's lieber nicht. Ich habe mich selber gesprengt, glaube ich. Es sind aber auch, also, das ist ein ganzes Rudel von denen, oder? Meine Compadres sind nicht wirklich vorhanden. Sollte ich das nicht schaffen, dann versuche ich es halt in der nächsten Folge nochmal, aber ich will das jetzt mal hinkriegen. Die Eroberei ist sowieso irgendwie, denke ich mal, sehr wichtig, weil dann kommt man halt einfach mal weiter. Was ist denn das? Vor allem von hinten wieder mal, ey, ohne Spaß.
Aber Level 1 habe ich jetzt mal geschafft. Wieder der Autokorso. Lass mich jetzt mal nicht aufhalten, sondern geh einfach mal weiter. Okay, ich habe eine Coca-Kiste hochgejagt, das war gar keine Absicht. Ja, ich stehe hier wieder alleine auf weiter Flur, habe ich das Gefühl. Wie soll das gehen? Ja. Wo sind denn die alle? Es ist unglaublich. Schaut euch das mal an. Da ist kein Mensch von meinem Team, hätte ich jetzt fast gesagt. Jetzt gehe ich mal so ein bisschen Schleichwege. Und dann versuche ich das da mal in die Luft zu springen. Das hat, glaube ich, nicht funktioniert. Ich habe Bock, schon wieder zu sterben. Ah, es sind echt auch viele Gegner. Wow, also das ist nicht gerade ohne. Das ist nicht ohne. Ich glaube, die Blockade habe ich diesmal nicht getroffen. Ist der MP5 oder was das sein soll, hat der Wahnsinnsmagazin. Ich glaube, da war ein Medipack. Das war leider daneben. Stufe 2 geschafft. Vielleicht flitzen sie jetzt mal ein bisschen. Und ein paar von meinen Leuten könnten auch jetzt mal dazukommen, oder? Das ist eigentlich so eine ähnliche Villa wie die andere. Also, es wäre kein Fehler, die einzunehmen. Ich glaube, ich habe nicht mal mehr Granaten. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Mit Blockade zerstören. Ist gar nicht so einfach. Ich weiß zwar, dass man auch mit dem Auto dagegen fahren kann, aber ja, gut, ist so eine Sache. Aha, und das ist natürlich toll, der Sound, wenn man gerade an einem dran steht. Ah, da sind Granaten, das hat sich gelohnt. Medipad, okay. Boah. Mach das jetzt kaputt, Mann. Spannend ist es ja. Ja, kommt alle um die Ecke. Oder die gerade gekickt. Was für Kicken gerade. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch diesen Heini. Panzerfaust habe ich ja diesmal leider keine. Aber das war natürlich zu tief, die Granate. Obwohl, vielleicht erwischt sie ihn trotzdem ein bisschen. Ja, es hat ihn erwischt. Jetzt stirb halt endlich, Kollege. Nein, jetzt nicht noch sterben hier. Mann. Der hat doch nicht mehr viel. Blöder Heli, lass mich jetzt in Ruhe. Na, endlich. Danke, Spiel. Wunderbar, haben wir die auch noch. Die zweite Villa. Ja, und in dem Fall würde ich sagen, die Folge ist lang genug geworden. Das war's für diese hier und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.